Was ich mir jetzt noch kurz zeigen möchte, ist, also hier kann man zum Beispiel ganz normal als einfach über die sogenannte Boolean and or kann man hier Zielgruppen eingrenzen, ausschließen und so weiter. Aber hier muss man echt aufpassen beim Ausschließen, ja, dass man hier gegen keine Diskriminierungsregulatorien und so weiter halt verstößt und so weiter. Aber da wird man in der Regel gepromptet über das System selbst. Ne? Also da muss man jetzt nicht jedes Mal nachforschen oder sich mit seinem Anwalt absprechen oder sowas, sondern das sagt dann schon LinkedIn. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, ausschließen, ja, Interessenmerkmale, dann ist zum Beispiel hier Gruppen ja, schon nicht mehr aktiv, ja. Dann, wenn ich hier über das Fragezeichen dann gehe, dann sagt dann zum Beispiel LinkedIn, warum das so ist. Ja, Gruppenmitgliedschaften oder so können aufgrund von, kann nicht als Ausschlusskriterium genutzt werden, aufgrund von Diskriminierungsregulatorien und Gesetzen und die didadidu. Ja, das von daher ist recht coole Sache. Da muss ich jetzt nicht jedes Mal hier mich selber auskennen, sondern das ist schon im System sozusagen integriert. Was hier super wichtig ist, dass also hier gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten noch der Targetierung. Was ich hier über Interessenmerkmale super finde, das was jetzt gerade ausgegraut war, Gruppen. Ja, also insbesondere für viele meiner Kunden in den letzten Jahren, die halt einfach zum Beispiel Add-ons, eigene individuelle Add-ons, Schnittstellen, Software etc. für bestehende große Softwareherstellerlösungen entwickelt haben und die sozusagen hier im Markt platzieren wollten. Da kannst du hier zum Beispiel bei Interessenmerkmale, kannst du hier, das ist ein absoluter Geheimtipp, bei Gruppen, ja, kannst du, und das ist die einzigste Plattform, die bis dato diese Möglichkeit bietet, das kannst du nirgendwo sonst machen. Gezielt, statt dass du, sagen wir, jetzt in Gruppen reingehst, ja, und hier one by one, ja, manuell hier per sogenannten Social Selling hier reingehst und versuchst, irgendwas zu verkaufen, kannst du hier gezielt Gruppen hier targetieren, zum Beispiel hier SAP, sagen hier SAP Community, ja, Jobs wollen wir jetzt nicht, SAP Management Professionals, ja, zum Beispiel hier das noch. Ja, hier ganz, ganz konkret eine Gruppe, allein nur zum Thema S/4HANA und BW und so weiter. Ja, also das ist schon echt der Wahnsinn, wie granular hier du das targetieren kannst. Ja, und dann spielst du deine Ad gezielt nur diesen Gruppenmitgliedern hier aus. Ja, und das ist schon der absolute Wahnsinn. Du kannst es natürlich hier über OR, also oder, ja, also quasi deine Zielgruppe erweitern um die Leute, die hier in diesen Gruppen drin sind. In dem Fall haben wir das jetzt über OR gemacht. Ja. Das heißt, die Zielgruppe erweitert sich, wird eher größer. Ja. Das heißt, das ist, schließt sich nicht gegeneinander aus. Aber du kannst hier AND machen. Ja, und das ist sozusagen dann nur noch eine Teilmenge des größeren Sets. Ja, dieses Subsets, also Leute, die in der Community, Professionals und so weiter drin sind, in diesen Gruppen. Gleichzeitig in der Branche Maschinenbau und so weiter tätig sind. Ja, und dann würde sich die Zielgruppe hier reduzieren. Ja, insgesamt, wie gesagt, wenn du hier eine Zielgruppe hast von unter 1 Million, halbe Million bis Millionen oder so, das ist dann auf jeden Fall auch groß genug. Also man könnte hier durchaus hier noch quasi das Ganze hier mal testen, indem man hier sagt, eingrenzen. Das wäre dann End. Dann gehe ich hier wieder auf Gruppe und so weiter. Mache ich hier SAP. Genauso wie vorhin, das gleiche in grün. Was hatten wir hier? Diese. Und du siehst schon hier. Das ist dann sozusagen nicht mehr 1,6 Millionen, sondern sind es nur noch 2000. Ja. Von daher auch immer ein bisschen vorsichtig sein, dass das Ganze hier nicht zu klein wird. Ja. Und deswegen ist es so, als quasi, ich würde es also als OR, ja, eine schöne Beimischung hier. Ansonsten wird die Zielgruppe vielleicht etwas zu klein. Also es sollte dann hier schon
sag mal so, also wie gesagt, LinkedIn schlägt 50.000 vor. Wir haben auch schon erfolgreiche Kampagnen gemacht mit nur, naja, 20.000 oder sowas, aber es ist halt die sag mal, die Kampagne auch relativ schnell am Ende seiner Limite. Ne? Also zu klein sollte man es dann auch nicht machen, so 1.000, 2.000. Ja, muss man genau nochmal dann testen, je nachdem, was du eben anbietest im Markt.